So, Leute, willkommen zurück zu Rusty Lake Paradox. Wir haben beim letzten Mal die Möglichkeit bekommen, die Zigarre anzuzünden. Wir kriegen den Kreis mit Punkt, dann ein S, dann Viereck, dann Z, dann Spirale. Das ist das hier. Dann war ich falsch. Aber ich habe leider den Mittelteil vergessen. Ich meine, das hier wäre das Z gewesen. Aha. Okay, ich habe Klebeband. Sehr schön. Mit Klebeband kann ich hier gerade mal das Ding kleben. So, Channel 6. Nochmal 6. Ah, okay. Ah, nee, ich brauche Channel 669, ne? Channel 12. Warum haben, also es scheinen ja wir zu sein, warum haben wir eine Kopfwunde? A place of relaxation, a place to empty the mind, reflect in the past and the future. What? Delay, okay. Sehr merkwürdig, aber nehme ich. Das soll ich jetzt ausschneiden. Ruf an 14 335. Habe ich gesagt? Detective Vandermeer. Hallo? Hallo? I do hope you're enjoying your stay. Wo bin ich? Where am I? A place to empty the mind. Also ich bin am See. What? Be warned. Some find this place hard to leave. Komm ich hier raus? Look through the keyhole. Okay. Also ich bin am See. X nach rechts und oben, hä? Muss ich das auf der Uhr einstellen? Also X nach links und das Loch sozusagen nach oben. Dreieckiger Schlüssel. Wo packe ich den denn jetzt hin? Gesagt, der gehört hierzu, aber tut er offensichtlich nicht. Das Ding gehört da auch nicht rein. Das kriege ich damit auch nicht auf. Ach, warte mal. Jetzt kann ich hier die Akten öffnen. Oh. Taschentuch. Ja. Und das zweite Dia. Okay, was hätten wir denn unter L? Labor, Lenzen. Okay. Interessant. Dann legen wir mal das zweite Dia ein, würde ich sagen. Und was ich mit dem Taschentuch will, weiß auch keiner.
TV 588. Verstehe. Z bin ich. Linda ist das Dreieck. Ihr Kleid ist das Symbol. Kann ich da noch was anderes hier einstellen? Weil das wären ja dann die Beweise. Gut, aber ich gehe jetzt erstmal an den Fernseher. 588 haben sie gesagt. Okay, das ist das Bild, aber das hat mir jetzt nicht wirklich geholfen. Oh Gott, jetzt muss ich niesen. Okay, ihr Kleid ist... Warum sind... Sind das wir oder ist das der Mörder? Of a dress. Warum sind hier Buchstaben dran? Also piece of a dress war das letzte, ne? Das wäre dann das. Prescription. Evidence. Piece of a dress, genau. Aber mit den, ich kann damit nicht wirklich was anfangen. Oder ist das einfach die Reihenfolge, in der die Symbole quasi jetzt dann S, Dreieck. Warte mal, ich brauche mal mein Handy. Dass ich mir das fotografieren kann und ich guck nochmal in 588 rein. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Erst Mr. Crow. Dann wir, dann Linda, dann... Okay. Das erste ist Mr. Crow. Okay, das ist die Reihenfolge, in der wir es eintippen müssen. Okay, dann gehe ich nochmal zum Fernseher. Ich habe mir das ja abfotografiert, dann kann ich mir die Symbole merken. Okay. Mr. Crow ist der Erste. Dann sind wir dran. Das heißt, das Z. Dann Linda. Dann das Dreieck und dann das S. Okay. Warte mal. So, das ist das Erste. Dann das Z. Dann ist Linda dran. Die ist das Dreieck. Das da. Dann die Fiole auf dem Boden, das ist dieses durchgestrichene Viereck. Und zum Schluss dann das S. Der Globusschlüssel. Sehr schön. Kriegen wir den auch. Start. Ja, weiter über den See. Bis zum Ende, okay.
Er muss sie in der richtigen Reihenfolge andrücken. Okay, der Start ist das Haus. Von da aus geht man dann hier hin. Dann fährt man an Bäumen und Felsen vorbei. Da bin ich mir nicht sicher. Ah, okay, warte mal. Es geht hier doch viel, viel weiter. Darktown ist es nicht. Kevin, die Mill, die Church. Hier ist Rusty Lake Hotel. Da brauche ich doch bestimmt irgendeinen Faden, um das zu verbinden. Die einzelnen Elemente. Ah, ich kann das so verbinden, okay. Genau. Zwei und der Stein, das wäre dann hierhin. Dann wäre das eine Stadt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es die Dark Town ist. Ist auf jeden Fall. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Aber das Theater sieht man ja nicht. Doch, dann sieht man das Theater. Okay. Mal so. So. Dann fahren wir wieder über Wasser. Und den Felsen und ein Haus. Das heißt, da lang. Dann kommt nur noch das Haus zu der Linken. Dann fährt man wieder über Wasser und steuert auf einen Felsen zu. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie der Weg ist. Entweder nach Norden. Könnte ich hier runter und dann hier rüber sein. Im Moment, man muss ja. Naja, ist es nicht. Vielleicht hier rüber und dann darüber, weil man sieht auf jeden Fall die Cabin links und die Stadt rechts. Dann fährt man den Fluss entlang. Dann sieht man die Mühle rechts und die Dings links. Das wäre hier. Dann geht man hier auf die Felswand wieder zu. Und dann kommt man zum Ende. Irgendwas ist falsch. Okay, ich gehe mal davon aus, dass da ist richtig. So, jetzt kontrollieren wir nochmal. Von Anfang an. So, der Start ist der Start. Ja? Können wir uns alle drauf einigen. Dann. Also der Startweg ist hier der hier, weil man sieht das Haus rechts und links die Dinger. Dann sieht man. Ah, hier habe ich einen Fehler gemacht. Geht hier rüber. Links die zwei Bäume. Aber rechts ein Stein. Naja, ich nehme an, das wird der Weg sein. Weil ein anderer Weg führt von da aus nicht lang. So, dann kommt man und vom Weg aus, von der linken, ist die Stadt. Da sieht man sogar dieses kleine Häuschen hier. Dann ist auf der linken Seite die Stadt, auf der rechten Seite das Theater. Das heißt, der Weg wird richtig sein. So, jetzt fährt man wieder über Wasser. Rechts sieht man die Steine, links sieht man das Haus. Das ist der Weg.
Dann links führt's am Haus vorbei, das ist richtig. Jetzt ist wieder hier das Problem. Kann ich nach hier und kann von... Da muss ich da drüber, das ist das Problem. Weil ich muss ja eigentlich von hier, weil das ist der einzige Weg, der darüber führt. Und links die Cabin ist auch richtig. Okay, der Fluss, den hatte ich versehentlich resettet. Okay. Zeitungsartikel und ein Schnapsgläschen. Den Zeitungsartikel kann ich schon mal in den Case einsortieren. Den Zeitungsartikel habe ich doch schon. Ah, been a trip to Rusty Lake, okay. Komm, was kann ich mit dem Korken machen? Okay, ich kann der Raupe ein bisschen was zu fressen geben. Ah, okay, warte mal. Das da braucht Feuer. Dann kriege ich einen Haken. Das da ist jetzt ein Schmetterling geworden. Und das da braucht Wasser. Wasser habe ich derzeit aber nicht. Okay, jetzt ist hier kaputt. Machen wir auf und kriegen etwas Schnur. Danke, Schmetterling. Weiß noch nicht, was du mir bringst, aber ich danke dir. Aber wir haben kein Waschbecken oder sowas, also wo sollen wir Wasser herkriegen? Und was will ich gerade mit einer Schnur? Okay, da kann ich die Schnur dran machen und den Angelhaken. Fertig ist es noch nicht. Warte mal, hier ist doch ein bisschen Flüssigkeit. Aha, die kann ich ins Schnapsglas einfüllen. Und jetzt kriege ich das Glasauge. Okay. Wir haben ein Glasauge. Was wollen wir mit dem Glasauge? Kann ich dir ein Glasauge einsetzen? Kann ich. Kann es auch jetzt nicht mehr wieder entfernen. Jetzt ist draußen nur noch weiß. Fürs andere Auge. Und hier kann ich nichts mehr machen. Aber mein Glas hat er mir nicht weggenommen. Okay, ich habe wieder ein Glas mit Wasser. Jetzt habe ich es dahin zurückgekippt.
Warte mal, ich könnte mal nach den Namen suchen. Ah, Wendeboom. Vielleicht muss ich die nach Jahreszeiten sortieren. Alba, Aldoven, Amman. So, das ist nach Nachnamen sortiert. Dann muss ich natürlich zu V. Wendeboom. Aldous Wendeboom. 1799. Okay, 1799. Alles klar. Was haben wir denn sonst noch hier stehen? Ich mache mir davon einfach mal kurz ein Foto. Mal wieder. Dann kann ich die alle genau nachgucken. Also Vincent van Gogh würde ich fast sagen, dass der vorher war. 1799, wo sind denn jetzt meine Schränke? Hier. Van der Boom Laura. Und da haben wir ein Rezept. Okay. Bände mehr. Sind wir das? Da ist schon Weiler, Werner, Wann. Ich bräuchte Van Gogh. Um es zu sortieren. Da ist T. Nee, dann ist das nicht die Lösung. Bei Vincent van Gogh steht schon mal nicht drin. Aber wir haben wieder was für den Fall gefunden. Nämlich die Prescription. Jetzt bräuchten wir nur noch ein Stück vom Kleid. Ein Taschentuch? Willst du nicht? Unser Spiegelbild vielleicht ein Taschentuch? Er sagte auf jeden Fall nichts, aber wir konnten die brennende Zigarette zurücknehmen. Oder Zigarre. Zigarre. Könnte es jetzt Brute forcen, aber das will ich eigentlich nicht. Uns fehlt ein Teil, ein letzter Hinweis, um das Ding zu lösen. Warte mal, ich suche jetzt mal nach Jay und Dings Islander. Bei Van Gogh kann man auch googeln, das braucht man nicht zwangsweise im Spiel. Islander, Caroline. 1750. Okay. Ah, da sind Bücherpositionen abgebildet.
Die sind ja viel interessanter als Dings. Dann muss ich nochmal beim guten Bendemeer vorbeischauen. Er hat nämlich die dritte Position. Alles klar. Warte mal. So, er ist die dritte Position. Jacob ist die vierte Position. Ich meine, sie wäre ganz hinten gewesen. Robert Hill hätten wir dann noch. Oh, ein Vogel. Pigeon King. Okay. Gibt irgendeine Anspielung. Ach, Hilfort Van. Das heißt, Goch müsste ich dann auch Van Goch. Also Goch, Van haben. Okay. Hier, der erste. Das ist Bob Hill. Ja, und Van Gogh ist der zweite. Also Robert Hill. Erste. Und Van Gogh ist der zweite. Und jetzt habe ich hier einen Text. Der glorreiche Tag des Sees wird kommen. Einer wird den Tod finden, der andere wird Erleuchtung finden. Das hatten wir ja, dass der eine das kriegt, der andere nicht. Ein Glasauge. Erleuchtung, der Auserwählte. Entnahme der Erinnerung, der hungrige Geist. Balanciere die Substanz deiner Vorleben aus. Denke an... Es ist die Vergangenheit, das ist die Gegenwart, das ist die Zukunft, der Auserwählte. Okay. Packen wir erstmal das zweite Glas oben rein. Ist das der Projekt? Nach hier unten packe, verteilt sich's über dem Schrank. Ansonsten ist es stabil. Es hat so quasi die Form eines Herzens. Da weiß ich aber gerade nicht, was das für eine Form sein soll, weil normalerweise gesagt, das ist der Dia-Projektor, aber hier verteilt sich's um über dem Schrank. Okay, kann man. Ach, das nehme ich mit. Okay, okay, okay. Wenn ich das mitnehme, dann ist das was anderes. Na, die Uhr ist es nicht. Der Vogel kann es auch nicht sein. Auf dem Bild verteilt sich's auch. Der Fuß der Lehne ist es nicht und das Telefon ist es auch nicht. Die Schreibmaschine ist auch nicht. Ich weiß gerade nicht, was es sein soll. Thank you.
Komme jetzt aber auch nirgendwo anders mehr hin, bis ich das gelöst habe. Ah, jetzt war es doch richtig. Jetzt ist es einfach so was Verteiltes. Der Fernseher? Und das da ist die Tür. Und der Spiegel sein. Oh, wir werden diese Erinnerungsmännchen. Was geschieht mit mir? Ich muss meine Erinnerungen ordnen. Ah, warte mal, die müssen hier an die Dinger passen. Also das da... Ne, das passt da nicht hin. Die beiden passen aneinander und nach links. Okay. Das passt da nicht hin. Das passt da hin. Das muss da hin. Okay, und die müssen ganz nach rechts, wie es aussieht. Und ganz nach oben. Muss jetzt eigentlich nur finden, was irgendwie zusammenpasst, wie die beiden. Die passen zusammen, die passen aber da nicht rein. Das hier passt zu dem Ausgang. Nichts, was von oben kommt. Könnte ja theoretisch auch hier so sein. Das würde dahin passen. Das Ding muss aber dahin. Nee, 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 nee. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt ganz und gar nicht. Also die da sind an sich gar nicht verkehrt. Welches muss denn rechts von denen sein? Das könnte rechts von denen sein. Die beiden müssen so sein, aber ich brauche hierfür noch irgendwas, was rechts davon sein kann. Und da kann eigentlich nur das hier sein. Blöd, dass nichts fest ist, ne? Links davon muss das sein. So. Die sind in sich abgeschlossen. Die sind in sich abgeschlossen. Das passt da nicht dran. Thank you.
kann unser Männchen auch nicht bewegen. Ah, okay, warte mal. Okay, ich muss einfach bloß von Raum zu Raum gehen, glaube ich. Okay, jetzt bin ich hier. Okay. Bedeutet, ich muss in den Raum kommen. Und der Raum kann angrenzen an... Das ist tatsächlich cool gemacht. Der kann da dran angrenzen. Da ist der Aufzug. Aber ich komme hier nicht raus, weil es kein Porträt hat. Das heißt, wenn, müsste ich noch oben irgend das da hinpacken. Ah, dann machen wir es so. So. Ich komme hier aber nicht hoch. Okay, das bedeutet, von der Position aus ist der Raum eine Sackgasse. Weil ich kriege den nirgendwo anders dran. Obwohl, hier oben kriege ich ihn dran. Ah, das ist der Geburtstag. Okay, und da ist jetzt Mr. Rabbit. Die Situation kennen wir ja schon. Okay, warte mal. Zack, zack. Jetzt brauche ich irgendwas, was da oben angrenzt, nämlich das da. Kann ich hier mit Linda noch irgendwie interagieren? Oder mit der Uhr? Nee. Nur mit dem Bild. Nochmal kann ich das auch nicht machen, schade. Okay, jetzt komme ich dahin und damit komme ich da rein. Maschine kurzzeitig laufen lassen. Aber um die Maschine anständig laufen lassen zu können, brauche ich das da. Was hatte denn da dran gepasst? Hat er überhaupt was? Das da hat er da dran gepasst. Okay. Hier kann ich nichts machen. Wenn ich hier die Maschine nochmal andrücke, ändert sich hier was? Hier auch nicht interagieren, okay.
Ah, warte mal. Wenn ich das Rohr da oben hinlege. Bringt das was? Nee, tut es nicht. Muss ich da vielleicht was reinschmeißen? Dann muss ich aber nochmal den ganzen Weg zurückgehen. Ärgerlich, aber wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Derzeit nicht interagieren. Warte mal, dann gehe ich mal hier raus. Pack das mal da. Kann ich das jetzt wieder machen? Ja. Okay. Das ist echt kompliziert, aber es ist richtig geil gemacht. Das blubbert nach da, aber das bringt ja noch nichts, weil das andere Rohr noch nicht damit verbunden ist. Das heißt, erst jetzt bringt das was. Das ist echt ein geiles Rätsel. Ah, okay. Damit komme ich ins Wasser runter, aber ich komme noch nicht raus, weil ich habe vergessen, den anderen Raum dahin zu schieben. Das wäre dann der da. Das war auch der, mit dem man rauskommt. Genau. Oh, die Bar, das Theater. Okay, und das ist der Aufzug durch diesen Wald. Mein Kopf tut weh. Ja, und damit würde ich auch sagen, beenden wir den Part. Ihr lasst mir jetzt Kommentare, einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit diesem verstörenden Quatsch. Bis dann, euer Wolf.